Bist du heavy? Ja, ja, super. Du sollst fahren. Ah, okay. Warte mal, da kommen Leute. Ja, es ist 19.16 Uhr. Oben stand Kata Caron, 1000 Meter. Und es war so schön Concrete, also so Concrete-Straße. Habe ich gedacht, okay, 1000 Meter nach Kata, den Abkürzung mache ich, weil ich wollte noch Tschüss sagen zum Markus. Jetzt steht mein Moped da, ich kann es nicht mehr umdrehen allein. Ist natürlich mit der Honda schwierig, die ist zu schwer. Mit dem kleinen Moped wäre es kein Problem. Aber jetzt kommt der Steffen und hilft mir. Es ist ja gar nicht weit. Ich habe es gerade versucht rumzudrehen, aber mit Bremse und alles allein. Sehr schwierig. Okay, wenn ich es hinlegen würde. Aber ja, da bin ich jetzt. Ja, das ging hier so schön runter. Hier sieht man es ja, Concrete. Ja, hätte vielleicht hier umdrehen sollen. Aber manchmal hat man Glück und da hat man ja gute Trails. Aber das war jetzt nicht der Fall. Wow. Gut, haben wir einen Hashrun dann heute praktisch. Ja, hier ist eine Badewanne. Wasser. Wahrscheinlich nicht zum Trinken geeignet. Aber ja, das war natürlich verlockend mit diesem Konkretweg, ja, dass es dann im Waldweg endet und dann immer steiler wird. Wäre mit einem leichten Moped zu machen gewesen, aber der Große, der hat dann zu viel Schwung, wenn man bremst, ja, der rutscht dann weg. Einmal ist er mal weggerutscht, obwohl ich mit der Hinterradbremse und vorder gebremst habe. Das ist schwierig. Naja, so ist es halt. So, jetzt sind wir hier. Der Irrsinn, der ganz normale Wahnsinn, was ich da schon wieder mal gemacht habe. Also ich bin hier, habe gedacht, 1000 Meter nach Kata Caron war verlockend. Aber dass das dann natürlich hier in der absoluten Dirt Road endet, habe ich ja gesehen. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, dass es dann noch so steil wird. Und ja, der ist ja kaputt. Der zweite Schlappen ist kaputt. Der hat sich vorhin verabschiedet. Wie ich versucht habe umzudrehen, aber das habe ich dann nicht geschafft. Das war einfach zu eng. Ah, also Angst vor Schlangen darfst du jetzt hier auch nicht haben. Nee. Oder vor Tigern. Naja, ich bin es ja gewohnt, barfuß zu laufen. Aber jetzt müssten wir bald da sein. Ja, ah, das da ist auch nicht ganz so einfach gewesen mit dem Moped. Weil das ja doch ein bisschen schwerer ist, die 250er Honda. Und hier der Steffen, mein Retter in der Not. Der weiß noch gar nicht, auf was er sich jetzt da eingelassen hat. Das und, wissen wir noch nicht. Und ich, ja, ich hätte eigentlich sagen müssen, hier bleibe ich stehen und schau erst. Ja, und dann habe ich aber da vorne, ne, wenn, hier hätte ich es noch geschafft, dann selber umzudrehen. Aber das von hier zurück, das war allein nicht möglich, weil du musst die Bremse ziehen und schieben in derselben Zeit, das geht nicht, ne? Ja, dann drehen wir da rückwärts. Na, da müssen wir hin. Ja. Und da bin ich dann vorgelaufen und habe mir gedacht, da habe ich dann gesehen, das geht nicht, da weiterzufahren, weil da wird es noch steiler. Also man sieht, wer mit mir unterwegs ist, ein Abenteuer ist immer mit drin. Ja, also nochmal danke, Steffen, finde ich echt super. Ich gebe dann natürlich danach einen aus. Jetzt muss ich auch nicht mehr zu meiner Verabschiedung. Ja, aber das schaffen wir. Ich würde so sagen, wenn du... Ich ziehe jetzt hier hin. Genau, und ich bremse bei der ganzen Geschichte. Mhm. Oje, oje, da brauche ich ja Totalrenovierung morgen. Der Spiegel ist abgebrochen. Oje. Oje, oje. Naja. Wo liegt der? Na, den habe ich ja eingesteckt schon. Und da habe ich ja dann gedacht, ich zeige es euch ja mal, dass ich hier vielleicht noch irgendwie, aber da wird es dann noch steiler. Ja, und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und da unten kam auch keine Plattform mehr zum Umdrehen, ne? Sonst wäre ja noch runter, aber da habe ich gesagt, das mache ich jetzt nicht, weil wer weiß, wie das noch endet. Okay, dann machen wir das jetzt so, da ziehen wir. Aber warte mal, den Wahnsinn müssen wir aufnehmen, ich habe ja mein Ding dabei. Warte mal. Diesen Wahnsinn, das klappt mir ja. Vielleicht am besten dahin. Hier, schau mal, so.
den Platz brauchen wir dann. Hm? Naja, dann. Ja, aber. Schau mal her. Ist okay, glaube ich. Also, wenn wir bis da hinkommen, dann können wir. Dann kannst du das ja hochheben. Ja. Also. Der ganz normale Wahnsinn. Das Problem ist, weißt du, das Ding ist so schwer. Ja. Und ich versuche jetzt hier praktisch gleich das Beste, wenn ich. Kann man erst, wenn wir es so machen, dass man es jetzt so rückwärts weiß. Auf drei. Okay. Ja? Eins, zwei, drei. Okay. Gehe ich einfach mit. Sollen wir? Nein. Ich glaube, hier müssen wir doch schon, oder wollen wir noch ein bisschen? Ja. Warte mal. Ich habe die Bremse hier. Eins, zwei, drei. Muss ich nur aufpassen. Ach, willst du so drehen? Ich dachte so. Ich glaube, meinst du, wir können jetzt schon drehen hier? Oder wo, in welche Richtung soll man einschlagen? Was denkst du? Ich werde in die Richtung einschlagen. Aber okay, jetzt sind wir schon so weit drüber. Dann machen wir es da rein. So und wieder jetzt retour. In die Kurve. Und so. Warte mal, ich tue mal vielleicht das Telefon weg. Wir gehen noch einen Schritt zurück, lass so. Hm? Ja, und dann eins, zwei, drei. Oh ja. Sehr gut, ja. Jetzt voll einschlagen. Das ist geil, das ist Abendsport. Ah. Schon wieder ein Haufen Geld gespart. Hm? Schon wieder ein Haufen Geld gespart. Aber es ist nicht ohne da. Müssen wir noch einmal hier in die Richtung. Warte mal. Aber so geht es, weil ich da bremsen kann. Eins, zwei, drei. Okay. Warte mal. Wichtig ist das Bremsen. Ne? Weil wenn du da allein bist, kannst du nicht bremsen. Okay. Das kannst du vergessen. Aber ich glaube, jetzt müssten wir schon mit Motor. Schau mal her. Jetzt warte mal. Ich schau mal. Warte mal, ich wollte es einmal. Tust du mal die Kamera weiter oben hinstellen, wenn wir den Wahnsinn schon haben hier. Schau mal, ob man uns sieht. Ja. Okay. Aber ich glaube jetzt. Oh! Na? Scheiße. Was? Wenn nicht, dann geht's. Ja. Jetzt müssen wir praktisch einfach schieben noch einmal. Ne? Ja. Mit eingeschlagenem Lenkrad. Eins, zwei, drei. Au! Der spitze Stein. Okay. Stopp. Hier ist dann eine Welle nach unten. Das wollen wir nicht. Aber jetzt hat, wenn ich es anlasse, müsste es eigentlich gehen. Moment, hoffentlich springt es an, wie das abgesoffen ist. Wo hängt's denn? Nee, wenn wir jetzt noch irgendwo 50 cm weiter gehen, dann kommen wir in eine Mulde. Dann tu mal das. Die Kamera weg. Stell dich mal da oben. Ich glaube, das geht jetzt allein, wenn ich ganz vorsichtig bin. Dann kannst du mich ein wenig aufnehmen. Schau, dass du mich drauf hast und dann nehmen wir den Wahnsinn auf. Ich glaube, so geht's jetzt. Thank you.
Nee. Es ist besser, ich gehe hinten hin. Ist besser, ich gehe hinten hin, denke ich. Meinst du? Ja. Dann hören wir jetzt auf mit dem Filmen, das reicht. Hä? Ja. Ah. So, nochmal ein freundliches Hallo. Hallo, schön ist es. Okay, ich mache aus. Ja, das Abenteuer geht weiter hier. Wir fahren jetzt noch einmal runter. Ich versuche jetzt Hilfe zu organisieren. Das geht ja immer irgendwie. Stefan ist auch, fährt auch nochmal mit runter. Na, er will jetzt sehen, wo das Motorbike ist. Und ja, da schauen wir mal, wie die Geschichte ausgeht. Tanita ist jetzt auch unterwegs mit ein paar Leuten. Aber wir müssen das Auto ja dann eh auf dem Pickup auch mit zurückbringen. Interessante Geschichte heute. Ein, ja, wie soll man sagen, ein aufregender Tag. Stefan ist hinter mir. Und die Überlegung ist es dann, mit ATV zu machen. Na? Okay. Ciao, okay. Motorbike? Motorbike, Tini, okay, ja. Okay. Schaut mal, wie das alles funktioniert hier. Okay. Hey, ich habe ja hier mein Pfeil, ja. Okay. So, dann laufen wir noch mal da runter. Willst du mitlaufen oder was? Stefan? Stefan? Stefan, ja. Steve. Ah, oh, das ist ja Wahnsinn. Den hätten wir schon vorher fragen sollen, das wäre gescheiter gewesen. Da hätten wir es vielleicht sogar geschafft. Naja. Aber irgendwie, weiß ich ja auch nicht. Hä? Wäre auch nicht mein erster Gedanke gewesen. Ja, ich wollte es halt heute mal wissen, ganz einfach. Und ich habe auch gedacht, dass es nicht, dass es so, na gut, wenn die Kupplung gehalten hätte, hätten wir es ja auch geschafft. Ja, das hätten wir geschafft. Das ist ja dann nicht mehr weitergegangen, weil die Kupplung durch ist. So, ich wieder barfuß hier. Kennen wir ja schon vom Häscher. Und ich glaube, ich brauche mir gar keine Sportschuhe mehr kaufen. Aber es ist der Hammer, du, wenn du so ein bisschen. Anni, mein Mietam, ne? Gier kaputt. Nein, er will es probieren. No. No. Mein Belei. Mein Mietam. Gier kaputt, ja. No. Anni, ja? Anni, kaputt. You know, the wheel? Oh, yeah. Kaputt, my me. Oh, kaputt. Kaputt, ja. Burn. Can only push. Okay. I try already. Because we, before Tini, maybe Aouik Nungroy met, we go up, and then, Ani, gear, my me tam. No more. Oh, no problem, I'm this one. Push, ja? Ja, ja. Nein, Mataki. Komm. Er hat es nicht verstanden. Aber, aber er ist ja stärker wie wir. Probier mal. Vielleicht. Du kannst es ja mal aufnehmen, den Wahnsinn. Ja.
Das geht's. Das schafft der auch nicht. Hast du? Nee. Hey, ich mach das Ding aus. Ich helf, Moment. Hier kommen wir doch jetzt mit der Bauer, Leute. Sind wir hier mit Schleppen. Aber du, pass auf, geh. Nicht, dass es. Warte mal, wo er es hinmacht. Nicht, dass das nach hinten losgeht. Ja. Weiß ja nicht, wie. Nicht, dass wir das noch kaputt machen jetzt. Ja, das wäre ungünstig. Honey, Kang, Rang, you think? Ja. Naja, die sind schon so, alle so Dschungelboys hier. Die wissen schon, sich zu helfen. Hä? Okay? Ja gut, das ist natürlich schon ein bisschen Motorradantrieb. Ja. Moment. Yes? We have a string here. We have a guy helping us now. Let's see how far we get. Yeah? Moment. Ist der Begleiter des Wahnsinns. Leider kann man nicht alles aufnehmen, das klappt uns keine Sau. Wie blöd, dass wir sind. Oder ich, vor allem ich. Wow, aber es ist ein Abenteuer. Das wirst du nicht mehr vergessen. Duschen brauchen wir nicht mehr, ja, wir sind schon nass. Aber das wirst du auch nicht vergessen. Nee. Das auch zu dem gehen nicht noch einmal. Der ist wahnsinnig. Also der junge, ja, also, Mann. Schick mir da Videos. Ja, das tue ich sowieso zusammenschneiden. Okay. Das wird ein geiles Video. Ja, also das ist aber das Beste. Das ist ja nicht gespielt, ja, und das ist einfach so, wie es, ja, ist. Ein Wahnsinn, sage ich dann mal. Der will jetzt ernsthaft das Motorrad da drauf machen. Das wird auch noch abenteuerlich. Das kannst du dann aufnehmen. Ja. Kopf und Mark hab, ja. Yes, Kopf und Karp. Super, der Junge. Kunjur, right? Ja, nein. Nein, kun nai. Hey. Wow. Kun nai, kop kun mak ha. Hey, Myanmar. Myanmar, ja. Myanmar, ja. Good guy. Die sind schon gut, die Jungs. Jetzt weiß ich nicht, was er vorhat. Er will jetzt das irgendwie da drauf machen. You want to put this here? Ich weiß nicht, was er vorhat. Nun, mir ein bisschen. Okay, auch noch. Will er abschleppen oder was? Keine Ahnung, was er vorhat. Abschleppen, ja. Aha, okay. An eye push. You know? Huh? This one? Yeah. Not possible. This one, okay. Ich hab's noch nicht verstanden. Er will dann den. Er will dich ziehen? Das mit dem Ding da hochziehen? Ja. Aber wenn die Kupplung ging, ja kein Problem, ne? Aber das Ding ist schon schwer, das, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite, muss das sowieso irgendwie passieren. Kannst du es auch hier stehen lassen, der oder? Pickup schafft es nicht. Ah. Mein Pickup. Aber ich meine, wir können erwarten, bis die kommen und schieben das zu viert hoch. Also da tun wir jetzt, außer er hat jetzt eine Lösung, die so überzeugend ist. Ja. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich glaube, er will das da rauf tun, oder? Nee. Ha? Nee, er zieht dich hoch. Also dann mach du mal. Du mal den Wahnsinn noch festhalten. Ja. Also wenn er das jetzt schafft, ich hab das auch. Ich kann ja. Nee, setz dich erstmal drauf. Hey, super. Okay? Ja, komm. Ich sehe euch nicht, ihr seid zu schnell.
Ja. Wait, Koi. Da. Da, hey. Was soll ich? Jetzt hier hinsetzen. Juju, du sit down. Sit down? Ja, sit down. Komm. Why? Ja. It's too heavy. Ja, sit down. Du sollst mal. Okay. Warte mal, da kommen Leute. Juju, sit down. This one. Ja. I sit here? Ja, come on. This one. Sit down. I told you I'm JB. Sit down. Okay. Sit down, this one. No, okay. You are so great! Oh, very good! Oh. So. Okay, Mark. Now we drink a beer. Oh, love it. Cup con cup. Ah, yeah. You can so great. Da, dein Telefon. Okay, Mark. You know my back? Oh, my back. Okay. And how much? This one's behind the blue. That's his type, sir. So.
Suppe. Wir haben der Bio. Bye bye. Bye bye. Mia coming also with some helper, but they will be happy. Ja, jetzt essen wir halt, schauen wir halt, dass wir da einen Umsatz machen, dem wir weniger Geld geben. Weil das war echt super. Du, ja. Wenn wir den für euch geholt hätten, wäre die Kupplung noch ganz. Aber gut, ist ja, so wie es ist. Hätte Fahrradkette. Ich vor lauter Adrenalin spüre ich die Steine gar nicht. Long Tau bei Leo. Kaputt. Ich wollte heute Abend noch packen, aber das vergessen. Ja. Besten, du bleibst noch ein paar Tage. Oh. Jetzt ist alles gebucht. Ist alles gebucht. Wow. Puh. And he won't forget everything. And he also will not forget the trip, because this is an amazing trip for him too. I'm a tourist here, and now I know ways other tourists don't know. Okay, they're coming. What? Ah, that's King Bumipol. Yeah. Yes. I like it. Still. Yes, when I came to Thailand the first time, it was in 2004. And for me, I did grow up in Thailand, with Thailand, since 2004 with King Bumipol. Oh. And he did so many good things for the country. And he had many hard times. Military, democracy, military, yes, democracy. Yes, yes. Super, Motorrad auch geholt. Unser super Helfer aus Myanmar. Geile Truppe. So we go to the restaurant still open? You still open? We can drink? I invite you. Okay. Ja. So, jetzt schleppen sie es noch vor das Restaurant. Ah, dann kann ich das ja auch noch mal da reinschmeißen. Super. So wird dir geholfen hier in Thailand. Alle lachen noch dabei, finden es auch noch lustig. Ja, man kann schon viel lernen hier in dem Land. Ja. Alai? What? Your key? Your key. Jetzt haben sie auch noch ihre Schlüssel verlegt. Oh, die haben schon gefunden. Ja, barfuß durch den Regen, durch den Dschungel, barfuß im Dschungelcamp. Kopf und Markup, solche hübschen Helferinnen auch noch, das ist unglaublich. Ja? Wir haben nicht nur Helferinnen, wir haben auch noch hübsche Helferinnen und natürlich sehr super Männer. Also das erlebst du auch nur in Thailand, also, ich meine, gibt es auch in anderen Ländern, aber hier ist es selbstverständlich, ne? Zu helfen. So. What do you want to drink for you? Huh? I drink Nam Blau. Nam Blau first. Or soda. Nam Blau, if you have. Or soda. Soda also okay. Maybe like soda, okay. Du? Du, soda? Soda und Cola wie immer. Soda and Coke and soda and Coke and I mix it. Wir brauchen dich. Melde dich bitte auf unserem Kanal an.